Bär fühlt sich von seinem Freund verraten. Andererseits kommen auch ihm Zweifel an seiner Idee. Denn Fähre war Maurermeister. Er kannte die Belastbarkeit der Steine, die er verbaut hatte. Fähre war kein Feind Bärs oder ein Intrigant oder dergleichen. Das wäre völlig falsch. Er war ein Kollege gewissermaßen, der aber dem Rat, also seinem Brotherrn, nichts aufschwatzen wollte, was Bär manchmal doch gemacht hat, sondern hier etwas abliefern wollte, was wirklich all seiner handwerklichen Ehre entsprach. Fähre warnt in seinem Gutachten davor, die Last ausschließlich auf die Innenpfeiler zu verteilen. Diese seien bereits durch die Emporen und den unteren Teil der Kuppel stark belastet. Außerdem seien die Pfeiler aus Steinen mit unterschiedlicher Druckfestigkeit gemauert. Eine weitere hohe Belastung führe zu Rissen und unabsehbaren Folgeschäden. Er empfiehlt eine Kuppel aus Holz. Die Bärsche Argumentation geht davon aus, dass die Kuppellast sich auf diese, nicht nur auf die 8 Pfeiler bezieht, sondern auch auf die Außenwände. George Bär behauptet, die Kuppel ruhe nicht ausschließlich auf den 8 Pfeilern. Diese seien jeweils untereinander mit 2 starken Bögen versehen und würden so die Pfeiler mit den Treppentürmen und den Außenmauern verbinden. Die Last von oben werde also auf das gesamte Mauerwerk und dann in die Fundamente abgeleitet. Jetzt ist man so schlau als wie zuvor. Wegen der sich widersprechenden Gutachten werden Bär und Fähre erneut ins Rathaus zitiert. Doch dann beschließen die Ratsmitglieder hinter verschlossenen Türen, eine 3. Meinung einzuholen. Ein unabhängiger Experte, ein Niederländer namens De Boot, Generalintendant für Bauwesen, wird bestellt. Was meinst du, was der Rat sagen wird? Ich hoffe das Richtige. Es ist Wahnsinn, was du vorhast. Glaub mir, ich kenne mich besser aus mit Steinen. Dass ausgerechnet du mich im Stich lässt. Es geht doch hier nicht um dich, verdammt nochmal. Es geht um... Verzeihung, aber was hat man gesagt? Wie hat der Rat entschieden? Man hat entschieden, dass die Kuppel aus Stein gebaut wird. An diese Entscheidung hatte wohl keiner der beiden ernsthaft geglaubt. In den Akten ist überliefert, was sich hinter der Tür abspielt. Einem unabhängigen Sachverständigen, De Boot, ist es gelungen, den Rat von Bärs Steinkonstruktion zu überzeugen. Und zwar ganz einfach und anschaulich. Er nimmt ein Stück Zucker, legt es auf den Tisch und drückt drauf. Dann nimmt er ein neues Stück Zucker, legt eine Manschette aus Metall drumherum und drückt wieder drauf. Jetzt hält es dem Druck stand. Auf die Frauenkirche übertragen bedeutet das, wenn Bär um Kuppel und Mauern solche Manschetten, sogenannte Ringanker, spannt, wird der Bau den Druck seiner steinernen Glocke aushalten. Diese Ringanker wurden auch beim Wiederaufbau der Frauenkirche eingesetzt. Sie verhindern, dass die Kuppel sich selbst und die Mauern darunter durch ihr Gewicht auseinanderdrückt. Bär kann also endlich loslegen. Und sogar Fähre lässt sich davon überzeugen, dass die Ringanker dem Bauwerk genügend Stabilität geben. Die beiden begraben das Kriegsbeil und schließen Frieden. Vergeben und vergessen. Und schon bald wird George Bär die Hilfe des Freundes bitter nötig haben. Mit wieder vereinten Kräften treiben die beiden den Bau voran. Und jetzt fließen auch die Mittel wieder. Eine Finanzspritze des Kurfürsten in Höhe von 30.000 Talern ist der größte Batzen. Ferner greift der Rat nochmals in die Stadtkasse und steuert monatlich 500 Taler bei.
Die steinerne Kuppel nimmt Gestalt an. Doch die von Bär propagierte preisgünstige Lösung verursacht wiederum Kosten, die er nicht vorhergesehen hatte. Und zwar für die Eisenanker, die de Boot gefordert hatte. Wieder fehlt das Material. Und wieder springt George Bär mit privatem Geld ein, damit der Bau nicht vollständig zum Erliegen kommt. Dass der jahrelange Kampf um seine Frauenkirche nicht spurlos an Bär vorübergegangen ist, bleibt seinem Freund Fehl nicht verborgen. Bin gleich zurück. Nur er selbst ignoriert, dass er schon seit 2 Wochen einen hartnäckigen Husten hat, der ihn eigentlich zur Ruhe zwingen sollte. Fähre macht sich ernsthaft Sorgen. Vertraust du mir denn immer noch nicht? Du siehst doch, wir machen Fortschritte. Alles sieht sehr gut aus. Aber darum geht es nicht. Wir sind noch nicht fertig. Dann wissen wir, ob der Unterbau trägt. Das muss doch für die Ewigkeit halten. Das wird es ganz sicher. Ich garantiere es dir. Darauf kannst du. Was ist denn los mit dir? Komm mit rein. Inzwischen ist George Bär 65 Jahre alt. Vielleicht spürt er, dass er die Vollendung seines Lebenswerks nicht mehr erleben wird. Vielleicht ahnt er auch, dass der Husten das Symptom einer todbringenden Krankheit ist. George Bär hat Tuberkulose. Gerade haben uns 2 Zimmerleute verlassen. Auf der Baustelle am Zwinger zahlt man besser. Warte. Trink. Danke. Was willst du jetzt tun? Es nützt ja alles nichts. Ich werde mir Geld borgen müssen. Die Mitgift meiner Frau habe ich schon aufgebraucht. Ich verstehe dich nicht. Wofür das alles? Ist es das wert? Manchmal weiß ich es auch nicht mehr. Ich will es einfach zu Ende bringen. Versprichst du, mir einen letzten Wunsch zu erfüllen? Tatsächlich erlebt George Bär nicht mehr die Fertigstellung seiner Frauenkirche. Er stirbt am 16. März 1738, kurz vor Bauende. Wenige Monate nach seinem Tod wird die steinerne Kuppel vollendet. Schon damals zieht sie berühmte Künstler aus ganz Europa an. Maler wie Caspar David Friedrich, Carl Gustav Carus oder Bernardo Bellotto, genannt Canaletto. Monumental und schwerelos zugleich. So präsentierte sich das neue Wahrzeichen Dresdens. Genauso wie George Bär es sich vorgestellt hatte. Doch der Streit um die Standfestigkeit der steinernen Glocke ging auch nach deren Fertigstellung heftig weiter. Denn schon bald traten Risse an den Pfeilern und Bögen auf, die die gewaltige Kuppellast auffangen mussten. Heute weiß man, dass die Last sich zwar genauso verteilte, wie Baumeister Bär es berechnet hatte, doch die Ringanker, die seinen Bau zusammenhielten, waren nicht wie heute üblich aus Stahl, sondern aus Eisen. Und Eisen gibt mit der Zeit nach. Die Idee des Zimmermanns war also vollkommen richtig. Bärs Konstruktion widerstand 2 Jahrhunderte lang Wind und Wetter. Und sogar preußischen Kanonenkugeln. Dann lass den alten Trotzkopf eben stehen, soll Friedrich II. Von Preußen resigniert gesagt haben, als seine Kugeln bei der Belagerung von Dresden an der Frauenkirche abprallten. So erzählt man es sich zumindest. Fast 2 Jahrhunderte lang prägt die steinerne Glocke das Stadtbild Dresdens. Wie eine Krone ragt sie aus dem Meer barocker und klassizistischer Bauten empor. Dann tauchen erste Risse in Pfeilern und Grundmauern auf.
In den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wird das Bauwerk Beers noch einmal von Grund auf erneuert und stabilisiert. Für die kommenden Jahrhunderte, so glaubte man. Dann aber kommt der Krieg und mit ihm die Zerstörung. Dies sind Aufnahmen des letzten Konzertes, das in der Frauenkirche gegeben wird. Man spielt Mozart C-Moll. Es ist der 17. Dezember 1944. Zwei Monate später werfen die Alliierten über 2600 Tonnen Spreng- und Brandbomben auf die Stadt. Der Feuersturm macht Dresden dem Erdboden gleich. Kein Stein steht mehr auf dem anderen. 80% der historischen Innenstadt sind vernichtet. Zehntausende Menschen sterben. Auch viele Flüchtlinge, die sich in der Stadt sicher glaubten. Die Frauenkirche stürzt einen Tag nach dem verheerenden Brand ein. Man hat doch dummerweise, muss man sagen, die Fenster nicht vermauert. Denn die Feuer sind von den angrenzenden Häusern in den Bau hineingeschlagen und haben die hölzernen Emporen in Brand gesetzt. Und Sandstein ist ja nicht hitzebeständig. Es entwickelten sich also viele tausend Grad Hitze und haben den Sandstein zerbröseln lassen, sodass dann ein Pfeiler nachgegeben hat. Wir wissen ziemlich genau, welcher Pfeiler. Das war der im Südwesten. Und dann ist die ganze Kuppel nachgestürzt, weil der eine Pfeiler nicht mehr haltbar war. Ist genau das eingetreten, was dieses Zuckerstück da, das Vergleich mit dem Zuckerstück, dann sagte. Dennoch hätte das Werk George Beers vielleicht auch diesem Inferno standhalten können. Hätte man den Brand von dem Raum fernhalten können, dann wäre das wohl nicht passiert. In der Stadt müssen nach dem Krieg 30 Millionen Tonnen Schutt beseitigt werden. Dass dabei die Trümmer der Frauenkirche nicht den allgemeinen Aufräumarbeiten zum Opfer fallen, grenzt an ein Wunder. Und auch während des sozialistischen Aufbaus in der DDR stehen die Überreste mehrfach zur Disposition. Doch sie bleiben unangetastet, als Mahnmal gegen Krieg und Zerstörung. Ein Trümmerberg von 71 mal 74 Metern Grundfläche und einer Höhe von über 17 Metern. Das ist der Zustand der Frauenkirche im Jahr 1990. 45 Jahre nach dem Krieg, im Jahr der Wiedervereinigung, engagieren sich Dresdner Bürger dafür, ihre Frauenkirche wieder aufzubauen. Sie soll wieder ihren Platz unter den berühmten Bauten dieser Welt erhalten. Denn sie hat etwas Einzigartiges. Nirgendwo sonst gibt es eine Kuppel dieser Größe mit einer steil aufsteigenden Form, ganz aus Stein. Als die Entrümmerungsarbeiten 1994 schon so gut wie abgeschlossen sind, entdeckt man das Grabmal George Beers. Man hatte ihm also doch seinen letzten Wunsch erfüllt, in den Mauern seiner Frauenkirche bestattet zu sein. Fraglos ist das, was George Beer geschaffen hatte, einzigartig. Und für seine Zeit war es gewagt. Sicherlich gewagter, als es der damalige Stand von Wissenschaft und Technik zuließ. Welcher Architekt würde sich denn heute noch trauen, ein so außergewöhnliches Bauwerk ohne Haftpflichtversicherungen, Expertengutachten und ohne statische Berechnungen am Computer durchzuführen? Den möchte ich sehen. Den gibt es heute wahrscheinlich nicht mehr. Mit Spenden aus aller Welt wurde der Wiederaufbau der Frauenkirche 2005 vollendet. Heute ragt ihre steinerne Kuppel wieder stolz über dem Panorama Dresdens empor.